Hallo und willkommen zurück zu Marvel Spider-Man. So, bevor wir die Hauptstory weitermachen, machen wir diese Folge mal so ein paar Magier-Verbrechen, dass wir mal sehen, was da so abgeht. Wir müssen das ja auch auf 100% bringen. Diese Verbrechen gibt es nicht überall. Hier im Norden und im Westen haben wir nichts. Wir haben nur hier was. Hier in dem Bereich, hier und hier, glaube ich. Und dann war es das auch schon. Also vier Bereiche haben wir da. Und da werden wir jetzt mal ein paar machen. Einfach mal zum Gucken, was das für Verbrechen sind. Und den Rest werde ich schon offline machen. Eigentlich müssen wir jetzt in dem. Oh, wir sind ein bisschen falsch. Warte mal. Wir reisen mal schnell dahin. Ja, ich habe gerade gesehen, 29% haben wir von dem DLC fertig. Also es kommen auf jeden Fall noch ein paar Marvel. Ein paar Spider-Man-Folgen. Da wir ja noch zwei andere DLCs auch noch haben. So, und jetzt warten wir einfach mal, bis da ein Verbrechen kommt. Da haben wir doch schon eins. Es gibt aber auch keine Bonus-Sachen. Einfach Verbrechen. Gut, gucken wir doch einfach mal. Hammerheads Leute verprügeln jemanden. Sieht heftig aus. Darf ich mitspielen? Spider-Man ist hier! Gangster vermöbeln, das ist klassische Heldenarbeit. Danke, Spider-Man. Du hast mich gerettet. Thank you. Ja, okay, wenn das jetzt nur solche Verbrechen sind, dann sind sie ja recht easy. Dann gucken wir mal, vielleicht. Dann machen wir, denke ich mal, hier die 5 voll. Brauche Verstärkung bei Verfolgung eines flüchtigen Magierfahrzeugs. Oh. Haben einen Vorfall bei der Carnegie Hall. Haltet den Wagen an! Holen wir uns. Was ist los? Zahlt euch Hammerhead keine Fahrstunden? Nichts ist. Kann ich nicht mal in einem Auto mit Freunden fahren? Ach, das war schon. Aber die sind ja doch relativ easy und einfach zu machen. Wir müssen nur gucken, dass wir auch hier drinnen bleiben, in dem Bereich. An alle Einheiten. Da haben wir doch schon wieder was. Scheint hier oben zu sein. Geschlossene Gesellschaft, Spider-Man! Verschwindet! Jungs, ihr schmeißt eine Falschgeldparty und ladet mich nicht ein? Das wird wehtun. Komm her. Öl. Und tschüss. Es geht wirklich nichts über das Verhindern illegaler Geldgeschäfte.
Als ich anfing, habe ich die Ganoven eingesponnen und einen Zettel für die Cops dagelassen. Sind im Prinzip die gleichen Verbrechen, die es in der Hauptstory gibt. Nur, dass es normale Verbrecher sind. Hammerheads Leute haben jemanden in die Enge gezogen. Ich zeig euch mal ein paar fortgeschrittene Verhandlungstechniken. Spider-Man ist hier! Und tschüss. So, einen haben wir noch. Oh, das ist einer mit. Und tschüss. Hammerhead bemüht sich nicht mal mehr um Unauffälligkeit. Danke. Bitte, bitte. Geht ja recht schnell. Oh, da oben. Und dann hätten wir hier in dem Gebiet schon alle. Oh, ist das wieder mit den Bomben? Finden wir die anderen Bomben. Naja. Das ist das Einzige, was hier neu ist. Der Spider-Bot sieht die Bombenzünder als hell blinkende Lichter. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Da hinten. Okay, ein paar sind noch übrig. Okay, ich muss nach dem Piepen der Bombenzünder lauschen. Geschafft. Nur noch einer. Eine haben wir noch. In einer Minute haben wir noch Zeit. Da. Beeilung. Die Zeit läuft. Das waren alle. Oh, ganz easy. Das hätte schief gehen können. Trophäe. Desorganisiertes Verbrechen. Das ist einmal... ein Gebiet komplett machen, haben wir jetzt von 5 auf 5. Wir können ja jetzt trotzdem hier noch ein bisschen weitermachen. Wir können auch so 2 bis 4 Verbrechen machen. Oh, Spider-Kollege. Haben wir schon was? Nee. Markieren. Sie haben eine Geisel nicht. Im Kofferraum zu spielen ist nicht sicher, Jungs. Ich mach dich fertig. Moin, kannst rauskommen. Gott sei Dank, diese Typen wollten mich umbringen.
Zum Glück bist du daheim wieder raus. Pass auf dich auf. Bitte schön. Als ich anfing, habe ich die Ganoven eingesponnen und ein... Ja, und ein... So, haben wir schon das nächste. Bitte schön. Ich werde es bedauern. Und tschüss. Mafia und Geldfälschungen. Das eine kann nicht ohne das andere. Hab Juri geschrieben. Warum hört denn mal auf zu reden? Ich glaube, wir müssen noch im Gebiet sein, ja. 1039. Zeug melden Magia-Aktivität bei einem lokalen Laden. Mögliche Erpressung. Oh. Benötigt bei Kip's Bay. Hammerheads, Jungs. Nicht gut. Jungs, der Laden für schwierige Gangster ist 2 Blocks weiter. Boom. Schutzgelderpressung. Hammerhead darf die Stadt nicht übernehmen. Na komm, machen wir die 2 auch noch. Die anderen 2 Gebiete mal schon offline. Hammerheads Leute haben Bomben auf dem Gebäude platziert. Ich spreche lieber mal mit dem verantwortlichen Officer. Oh. Spider-Man, die Kerle jagen das Gebäude hoch, wenn unser Informant herauskommt. Wir können die Bomben aber auch nicht entschärfen. Keine Sorge, Officer. Zeigen Sie mir einfach die Richtung. Das Hauptgerät wurde identifiziert. Sobald du das deaktivierst, erhältst du den Schlüssel. Damit kannst du die anderen Geräte finden und deaktivieren. Verstanden. Ich sag Bescheid, wenn das Gebäude gesichert ist. Okay. Jetzt bloß keine feuchten Hände. Oh. Okay, wir müssen das switchen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Das kommt hier rüber. Und hier brauchen wir dann noch eine minus 3. Warte mal, das reicht uns aber nicht. Können wir nicht drehen. Ja. Vielleicht dann so. Dann machen wir das weg und machen den hier dran. Jetzt brauchen wir noch hier. Oh. Minus 2. Das klappt ja auch nicht. Stück. Ah doch, das klappt. Ich habe jetzt gedacht, wir hätten zu wenig. Zack und zack. Gut, entschärft. Oh, oh. Notsicherung auf Nebenbomben aktiviert. Hm.
So, einen haben wir noch. Danke. Ab hier kümmern wir uns um den Zeugen. Verstanden? Okay. Ich mache nur meinen Job. So, einen haben wir noch. Ja. An alle Einheiten. Auf Verstärkung bei Festnahme eines Magierfahrzeugs. Bitte nach Madison. Jo, den holen wir uns. Hammerhead-Leute sind in dem Wagen. Sie versperren die ganze Straße. Hey, ihr habt vergessen zu blinken. Bis dann. Das ist wirklich... So. Oh, diesmal kommen noch ein paar Gegner dazu. Da kommt er. Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Macht ihn fertig! Auch ohne diese Kerle gibt's schon genug verrückte Fahrer auf den Straßen. Gut. Jetzt hätten wir noch hier und hier. Das werde ich aber offline machen. Und dann sehen wir uns wieder mit der Nebenmission. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.